So Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Saphir Randomizer Nuzlocke Challenge Part mit mir, dem Trainew. Im letzten Part sind wir in Moosbach City angelangt und ja, haben uns ein wenig draußen in den Routen von Moosbach City herumgesehen und ja, da sind wir auch stehen geblieben und das werden wir auch machen. Wir werden diesen Part wahrscheinlich auch noch die Arena anfangen und ja, ich habe diese Pokémon auch ein wenig trainiert, dass wir sie auch gut in die Arena einsetzen können. Also das ist das Team. Alle sind Level 37, denn wir werden wahrscheinlich in diesem Part gleich zur Arena laufen und ja, dass wir keine Probleme in der Arena haben, habe ich alle auf Level 37 trainiert. Sehen wir uns mal unsere Pokémons an. Wir haben Raichu. Es ist auf Level 37 und bei ihm hat sich nichts verändert und es trägt das Wahlband. Dann Gardevoir hat sich auch nichts verändert und Nocturne auch nicht mehr und Arbok ist auch auf Level 37 und dort hat sich auch nichts verändert. Und nun gut, zu neuem Pokémon. Wir spielen Porenta. Wir haben Porenta mit Maske Regen ausgetauscht, denn Porenta kann fliegen und ich denke, man will ein Fliegen-Pokémon haben im Team und Porenta ist ein stylisches Pokémon. Es hat auch noch nicht so gute Werte, aber es ist stylisch und man will Porenta mal ausprobieren. Ja, und dann haben wir noch Starmie. Starmie ist schnell und kann reinhauen, aber bei ihm hat sich nichts verändert. Ich habe ein wenig trainiert und ja, wir müssen noch Tränke kaufen, aber das werden wir tun, wenn wir die Routen hier abgeschlossen haben. Ich kann mich erinnern, ich habe mal Feuerrot gespielt und dort kannst du dir einen Panzimos und ein Porenta besorgen. Du kannst im dritten Orden von Feuerrot Blaugrün bzw. in der Kanto-Region ein Porenta besorgen, indem du es mit Habitat tauscht mit einem NPC und das habe ich auch mal getan und dann habe ich auch noch ein Abra mit einem Panzimus getauscht und dann war es so, dass ich einmal den Starter, den weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich mit dem Starter, mit Panzimus und mit Porenta die Story gemacht, habe die Pokémon-Liga abgeschlossen, habe sie Islands gemacht und das war richtig stylisch. Da konnten Porenta und Panzimus so glänzen. Dort habe ich sehr gute Erfahrungen mit Panzimus gemacht. Es konnte zudem auch noch Zauberblatt, Donnerblitz und Porenta war einfach ein stylisches Pokémon, was auch stark war. Und ja, dort habe ich gute Erinnerungen zu Panzimus und zu Porenta gemacht. Und seitdem liebe ich diese beiden Pokémon so. Zum Beispiel, es gibt da solche speziellen Items, die für ein paar Pokémon gedacht sind. Und ja, für Porenta gibt es ja die Lauchstange, aber ja, die Lauchstange eignet sich jetzt nicht wirklich so für Porenta. Denn was macht sie? Sie steigert die Volltrefferquote und das ist jetzt nicht so gut. 12,5% ist dann nur die Volltrefferquote und das ist nicht so gut. Hier können wir unser neues Pokémon fangen und ich würde mal sagen, das werden wir auch tun. Und ja, Eneko, oh mein Gott, hätten wir einen fucking Mondstein, würde ich Eneko sofort ins Team tun. Zum Beispiel, ich liebe Eneko. Enekoro, diese beiden Pokémon sind einfach so klasse. Ich liebe sie. Ich habe schon ein paar Mal Eneko in der Höhenregion gefangen. Am Anfang kannst du es ja dort fangen, wo du auch die anderen Pokémon fangen kannst, als zwischen dem Metaflurtunnel und der ersten Arena in der Höhenregion. Und da habe ich mir immer Eneko gefangen und ja, ich habe es auch ein paar Mal benutzt. Zum Beispiel, wie ich X gespielt habe. Ich habe schon mal vorher Y gespielt und ich wollte X einmal durchspielen. Und
Dort habe ich auch Eneko gehabt und da war ich in der Pokémon-Liga mit einem Level 60er Eneko, weil ich keinen Mondstein hatte, aber es war geil. Ich muss sagen, Eneko ist einfach nur genial. Leute, ich muss mich für ein paar Geräusche entschuldigen, denn ja, mir geht's gut, aber ich bin ein wenig kühl und daher hört ein paar Steuergeräusche, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm und ja, jetzt können wir die Arena machen. Zum Glück konnten wir. Habe ich die Pokémon ein paar Level trainiert, dass wir jetzt schon in die Arena gehen können, denn die Arena ist ein wenig overleveled und ja, darum ist es gut, wenn wir sie jetzt machen. Beim Trainieren, ich musste schon ein paar Levels trainieren, jedes Pokémon und ja, es hat ein wenig gedauert und ich muss sagen dazu, ich habe ein paar Supergetränke verbraucht, Schutz und so habe ich auch noch verbraucht, denn ich kann euch zeigen, wo ich trainiert habe. Also, Karte Höhen und wie gesagt, ein paar Routen werden wir in diesem Let's Play nicht machen, zum Beispiel diese. Diese habe ich jetzt gemacht alle, denn die Pokémon sind auf Level 26, 27, das ist nicht mehr so spektakulär. Und diese Routen habe ich auch noch gemacht, denn wir sind jetzt schon über 10 Level über den Pokémon und das ist jetzt nicht mehr so interessant, wenn wir diese Arenen, diese Trainer jetzt noch machen würden. Wir haben in dieser Arena schon einen Trainer besiegt, um zu sehen, wie stark die Pokémon hier sind und wir haben sie auf das Level circa hochgezogen und hoffentlich können wir jetzt ein paar spannende Kämpfe machen und vielleicht verlieren wir sogar ein paar Pokémon. Vielleicht kommen wir auch schon zum Arena-Leiter. Das wäre auch interessant, muss ich sagen. Einfach so mal zum Arena-Leiter gehen in diesem Part. Ich meine, wir haben noch nicht so viel in diesem Part gemacht. Wir haben noch Zeit. Also könnte es sich noch zum Arena-Leiter ausgehen. Und wenn euch jetzt fragt, warum ich mit Raichu in Reptilien geblieben ist, wir tragen ja das Wahlband und ich hätte gedacht, dass wir es two-shotten können, aber nein. Ja, schade. So, jetzt hat Porenta seinen ersten Auftritt und es benutzt gleich Fliegen und Porenta kann auch noch Schwertern. Vielleicht können wir irgendeinen coolen Sweep mit Porenta machen. Porenta hat auch den Namen OP. Wenn ich so denke, dass Porenta was mit dem Feuer Rot bekommt, heißt Polente, wir hätten eigentlich Porenta Polente taufen müssen. Aber OP passt ja auch zu so einem starken Pokémon, was so ein Paras einfach one-shottet. Das ist wirklich sehr gut. Leute, bevor wir diese Trainer hier bashen in diesem Part, will ich ein neues Thema anschneiden. Zum Beispiel, ihr kennt wahrscheinlich Jesse666, das ist ein YouTuber, ein Let's Player, der meistens Nintendo-Sachen bringt und Pokémon spielt er auch ein paar Mal. Er hat zum Beispiel auch ein paar Soulings mit dem Tsuyoshimaru gemacht, den kennt er sicher und ja, der hat eine neue Challenge begonnen, der Jesse66, nämlich die Fairlock. Das ist einfach geil. Es ist wie eine Nuzlocke, nur dass mit den Pokémon, die du hast, Strikeout gibt. Also das heißt, wenn wir einen Hex haben, habe ich zum Beispiel Nocturne crittet, dann hat es einen Strike. Bei drei Strikes bekommt es einen Out und dann wird es für eine Arena aus dem Team gegeben und sehr geil. Auch wenn zum Beispiel wir jetzt Donnerschlag benutzen und es paralysiert wird, zählt es auch als Hex. Das finde ich einfach so geil, die Idee, muss ich sagen. Also, die Idee finde ich wirklich geil. Dass es einfach ein Nachlauf ist und dann die Pokémon, die du selbst benutzt, einfach einen Counter belegst. Denn wenn du ein paar Mal crittest, kannst du dieses Pokémon in den Müll werfen und es nicht mehr benutzen. Das ist schon cool, muss ich sagen. Du hast eine Begrenzung für deine eigenen Pokémon auch noch. Auch wenn sie nicht sterben,
es besteht trotzdem noch Gefahr, dass du sie nicht benutzen darfst. Finde ich schon klasse, ehrlich gesagt. Also, so eine Challenge gefällt mir wirklich. Ich sehe sie mir auch an und... ja, also, die Idee ist wirklich geil. Dass du deinen Pokémon einfach auch noch einen Timer gibst, wo du sie vielleicht nicht benutzen kannst. Also, das ist wirklich eine gute Idee, muss ich sagen. Ich hätte auch mal Bock, so eine Fairlog zu spielen, aber... ja, ich habe schon eine Idee, was wir nach diesem Nuzlocke tun werden. Schon so eine gewisse Idee, was wahrscheinlich eine schwere Art Nuzlocke ist. Und das will ich jetzt noch nicht sagen, was, aber wahrscheinlich was Neues. Sowas habe ich auf YouTube noch nicht gesehen. Aber, nun gut. Ich würde mal sagen, wir werden hier weiter kämpfen und ich glaube, das war auch der letzte Trainer, beziehungsweise ist der letzte Trainer, bevor wir gegen die Arena-Leiter Ben und Svenja kämpfen. In Saphir und Rubin haben sie nur ein Pokémon, das sind Sonnenfell und Lunastern, aber diese Pokémon sind ja gerandomized, also sind das andere Pokémon und wenn das starke Pokémon sind, auch noch in einen Doppelkampf, kann das wirklich schlecht für uns ausgehen. Und wir dürfen auch nur zwei Tränke benutzen. Das ist ja auch noch das Gleiche, kann man sagen. Und ich muss sagen, zwei Tränke sind wirklich genug für einen Nuzlocke, muss ich sagen. Aber ohne Tränke ist es auch schwer für mich, so einen Nuzlocke einfach zu spielen. Und sind wir... okay. Sind wir noch nicht fertig? Ja gut, dann müssen wir halt noch gegen zwei andere Trainer kämpfen, was wir in diesem Part noch machen werden. Und die Arena-Leiter gehen sich sogar auch noch aus. Was sehr gut ist eigentlich. Dann haben wir in diesem Part die Arena abgeschlossen, was eigentlich sehr gut ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell zu der Arena-Leiter wahrscheinlich kommen. Und wie findet ihr eigentlich das Team, das wir bis jetzt haben? Ich finde es wirklich stylisch. Zum Beispiel Print und Arbok. Oder Nocturne auch. Diese drei Pokémon benutzen wir jetzt nicht so oft in einem Blaze-Roo oder auch in einem Nuzlocke-Challenge. Print zum Beispiel, ich habe noch keinen Nuzlocke gesehen, wo es wirklich benutzt worden ist. Und wie zum Beispiel wie mit Libiscus. Wir haben es benutzt und es ist nach ein paar Parts gleich gestorben, aber wen wundert's? Es ist nur ein Libiscus. Müssen wir unsere Pokémon heilen? Wir werden mit Raichu nicht an den Start gehen. Ich würde sagen, wir werden Arbok und Nocturne nehmen, denn auf diese Pokémon habe ich Bock. Hoffentlich müssen wir Raichu nicht benutzen, denn ich bin so faul, in ein Pokémon-Center zu gehen oder auch, besser gesagt, ja, zu einem Trank Raichu zu gehen. So, Ben und Svenja, sie sind Zwillinge und sie sind auch die Arena-Leiter von Moosbach City. Werden wir sie besiegen? Werden wir sie frustfrei besiegen? Werden wir sie ohne einen Verlust besiegen? So, welche beiden Pokémon haben sie? Nocturne Bisaknospen. Also das ist nicht wirklich schwer, muss ich sagen, hoffe ich. Die Pokémon sind 5 Level höher, also das könnte höchstens das Problem sein. Wir werden Giftblick auf Noctu verwenden und wir werden mit Iraus wechseln auf Link, denn Link kann wahrscheinlich dieses Bisaknospen mit einer Psychokinese one-shotten. Reflektor liegt daraus, okay, ist nicht so schlimm, denn wir greifen ja speziell an mit Link. Und was wird dieses Bisaknosp tun? Wachstum, okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir mit Arbok und Link auf dieses Bisaknosp gehen mit Biss und Psychokinese. So, Psychokinese und... es hält das aus, aber ich muss sagen... hätte dagegen andere Pokémon, Bisaflor zum Beispiel, Wow, Flinch und Para, Wow,
Also diese Runde gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Wirklich, diese Runde gefällt mir sehr. Und natürlich benutzt er einen Supertrank. Natürlich. So. Aber das ist egal. So. Snake. Nein, durch den Reflektor macht es jetzt nicht so viel. Warum Gardevoir? Warum? Ja, die Stärke. Ein Biss müssen wir verwenden auf dieser Knospe. Und wir werden mit Link einfach drinnen bleiben und Psychokinesis spammen, bis wir aufwachen. Und wir flinchen es. Und wow, Noctu will unser Abok auch noch einschläfern. Das wäre nicht so schön, ehrlich gesagt, denn wir wollen keine schlafenden Pokémon haben. Rasierblatt macht unsere Pokémon nicht viel Schaden. Ein Volltreffer, wow. Aber das ist kein Schaden. Und ja, perfekt, jetzt können wir auch mit Stärke gegen Noctu angreifen und ich hoffe, dass Gardevoir aufmacht. Nein, schade. Ich hätte gedacht, dass jetzt Gardevoir aufwacht und Abok macht guten Schaden. Natürlich. Natürlich. Okay, wir werden mit Abok rauswechseln. Ich hoffe, dass jetzt Link aufwacht in der nächsten Runde. Snake, du bist rausgenommen statt Starmie und wir drücken eine Psychokinese auf das Bisa-Knopf. So, Starmie kommt rein und Link, bitte wach auf, danke und Psychokinese, nimm jetzt das Bisa-Knospe raus. Sehr gut. Perfekt, jetzt hat der Gegner nur noch Noctu oder die Gegner. Bodycheck macht nichts, macht Schaden. Und jetzt greifen wir Noctu an uns. Die Psychokinese nimmt es raus. Sehr gut. Wir werden jetzt eine GM von ihnen bekommen. Normalerweise wäre es Gedankengut. Und ich bin schon sehr gespannt, welche GM wir bekommen. Wir haben in diesem Let's Play nicht so großes TM-Glück gehabt. Hoffentlich bleibt es nicht bestehen, dass wir irgendwelche guten TMs bekommen. Und welche TM ist es? TM04. So, ich bin schon sehr gespannt, welche Attacke es ist. TM04, was bist du? Psywelle, wow. Wow, wirklich wow. Nicht so eine gute TM. Fürs Competitive vielleicht ein wenig, aber für den Playthrough überhaupt nicht. Das ist jetzt ein wenig schade, finde ich. Aber nun gut. Kann man halt nichts machen. Und ich glaube, die Leute in Moosbach City anzureden, bringt uns das was? Wir können die Superangel bekommen, also. Wir können auf jeden Fall hier die Superangel bekommen. Und hier gibt es auch noch ein Haus von Treu, was wir auch noch machen werden. So sollte ich es ausdrücken und ja, im nächsten Part können wir uns ein paar neue Pokémons fangen. Da bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon wir fangen können, denn wir können jetzt mit der Superangel ein paar neue Pokémon angeln, die auch ein wenig stärker sind und die besser sind. Und hier ist Troy und ja, das ist sein Zuhause, er hat nicht aufgeräumt. Aber dass man nicht sieht, den hat überhaupt keine Möbelstücke. Und ja, jetzt haben wir Taucher und im nächsten Part können wir Team Aqua endlich das Gau ausmachen. Aber kann der Taucher? Sehen wir gleich. Damit werden wir dann Taucher lernen, nehme ich mal an. Statt Blubber, oder? Ja, statt Blubstrahl. Tauch ist in dieser Generation noch so schwach. Später, ab der 5. oder 6. Generation oder sogar ab der 4. Generation, ist Taucher eine 90er-Attacke. Sehr stark. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, haben wir die Pokémon geheilt? Ja, Leute, ich würde mal sagen,
das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann!